Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde LOL. Moin. Doch, Yannick, das ist einfach dumm, wenn du mal am Anfang Nein sagst. Wieder mit Yannick, zweite Promo. Promo. Dritte für mich, für Yannick die dritte, weil der zwischendurch schon mal gezockt hat. Also es ist der gleiche Tag übrigens, so vom Ding her, aber ich hatte zwischendurch noch WoW gespielt. Und wir haben als Gegner in unserem Team Brent und Vayne. Das wird schon gehen. Und wir haben Gale oder Karim als Gegner. Und ich hatte ihm erzählt, dass anscheinend irgendwie Malzahar überarbeitet werden soll, was ich doch ganz gut finde, weil Malzahars Ulti echt unpraktisch ist, weil man muss stehen bleiben. Wenn man nicht stehen bleiben müsste, wäre sie geil. Oder wenn man einfach so wie bei Swain, der Vogel, der so Laserbird mäßig macht. Kann ja meinetwegen auch das eins von den kleinen Minions von Malzahar sein, das dann irgendwie, ich weiß es nicht, den Typen weglasert. Aber dann, das würde mich echt freuen, wenn sie den gut überarbeiten, weil Malzahar war mal mein Main und der hat super viel Spaß gemacht, aber es ist halt einfach, sackt halt einfach hart, wenn man gegen im Teamfall zum Beispiel komplett nutzlos ist. Weil du fokust einen, dann sehen alle, okay, der fokust einen, bring ihn schnell um und fertig, geh weg. Das ist halt echt nicht so einfach. Vielleicht wäre es mit Tahm Kench noch zusammen ganz cool, weil der ja ihn auffressen kann. Und ich weiß nicht, ob die Ulti dann noch weitergeht. Ich glaube schon. Ich hoffe es. Das wäre sonst echt scheiße. So. Ja, ich weiß es halt auch nicht. Deshalb. Keine Ahnung. So, unter Leben. Da ist Leben. So. Und weiter. Gut. Du kennst dich nicht ganz zufällig mit Maustreibern aus, Dominik? Nein. Ja. Überhaupt nicht. Wusstest du übrigens, dass unser gegnerischer Hackerin gar keine Mastery hat, aber egal. Und oh, dass. Das ist ja nicht mal Bronze hier, Mann. What the fuck? Ja, vielleicht hat er auch den Bug gehabt, den ich auch einmal hatte. Da nein, hat sich dann. Scheiß. Nee, ich hatte es auch mal. Da hat sich meine Mastery-Seite gelöscht. Einfach so. Okay. Ja. Also, wusstest du übrigens, dass Malphites Ground Slam Mini-Exhaust ist? Echt? Ja. Reduziert die Angriffsgeschwindigkeit um 30% von den Gegnern, die davon getroffen werden. Alter, ich hatte eben auch so ein Bronze-Nasus in meinem Team, ne? Wirklich. Da hast du von der reinen Art her wieder so. Ja. Wenn er so drauf war, hast du gemerkt, ne? Weißt du, drei Leute ganken ihn und töten ihn, ne? Mhm. Und er schreibt, ha, you need free to kill me, GG, noobs. Ich denke so, Bronze. Vier Leute towerdiven mich, ich sterbe, schreib nichts, geh wieder auf die Lane, sterb nochmal, schreib nichts. Und dann schreibe ich nur so Team, ne, ja, hier, wir müssen unten mal verteidigen. Okay, ich habe ein bisschen geraged, aber nicht im Chat. Und dann, der Nasus, der ist voll abgegangen, ne? Ja, das wird schon gehen. You need free to kill me, noobs, GG. Ja, vielleicht dachte sich einfach, ich muss jetzt irgendwas sagen. Da habe ich dann auch zu meinem Premade gesagt, Alter, der ist Bronze, hundertprozentig ist der Bronze, der ist sowas von Bronze und er so, ja, Mann. Ja, ist halt so, ne? Ja, die werden halt am Anfang richtig, ja, die werden halt am Anfang richtig nervig. Einfach nur immer schön dodgen. Auto-Jax kann man nicht dodgen. Doch. Ui! Jax. Sei einfach Jax. Denke an den Jax in dir. Ich hab zum Glück keinen Jax in mir. Ist wahrscheinlich besser so. Wir fahren einfach unterm Tower. Dachte ich mir auch so. Ah, das ist gut. Problem ist, jetzt könnte er seine Stun-Combo draußen haben. Also, haben, allgemein. Joa. Aber ab Level 6 wird das lustig. Ich glaube, wir müssen sogar das, ja, wieso hatten das noch getroffen? Weil du noch drinne warst, als die Animation zwar noch nicht vorbei war, aber der Schaden kommt in der Mitte der Animation, nicht am Anfang, nicht am Ende. Deshalb. Das ist so eine AIDS-Lane, Alter. Ah, alles gut. Zum Anfang ist das echt nervig. Ja, aber Level 6 werden sie vernichtet, weil sie beide squishy sind. Und wir einfach zu viel Schaden haben. Gib mir den großen. Du hast ihn selber auch nicht bekommen. Ja, ich wollte mit dem den anderen killen und ihn dann holen, aber ging nicht. Tja.
Ja, das reinigende Element, ich weiß wen. Da kriegst du mal 50 Schaden ab. So, jetzt habe ich schon mal alle drei Spells, das ist schon mal gut. Und 72 Rüstung. La, da warst du draußen, genau. Ja, das Problem ist, er kann dich halt die ganze Zeit irgendwie zum Brennen bringt, er dich auf jeden Fall, weil er nicht mal dich treffen muss, sondern einfach nur so, oh, guck mal, ich bin brennt. Oh, du brennst. Der ist halt sau nervig, der Typ. Muss früher dashen. Deutlich früher. Alter. Lass mir den zweiten. Guck mal, was der, wie viel Leben der Brand hat. Oh, das ist gut. Der hat zwei Towerheads gefangen, dieser Lapp. Das ist schön. Wie gesagt, spätestens Level 6 wird er einfach vernichtet. 17. Jedenfalls liegt so der Plan. Sie hat ein bisschen Farmvorteil. Das ist ganz klar. Ach man! Du farmst aber auch gerade echt scheiße. Ja, A das und B, Naja, gut, das passt schon. Brand, ist dir schon mal aufgefallen, dass ich ein Schild habe? Na, ich glaube, ihm ist es auch gefallen, deshalb versucht das gar nicht mehr. Das ist schon mal toll. Die Diana scheint auch nicht besonders gut zu sein. Der scheint die ganze Zeit gepinkt, sie soll sich zurückziehen. Was macht sie? Sich nicht zurückziehen. Das ist gut. Oh, da gehe ich nicht rein. Ich habe aber auch leichte Lags. Die Flammensäule habe ich gerade gar nicht gesehen. Erst als die Animation schon ausgelöst war. Hm. Das ist nicht gut. So ein Kack, Alter. Das ist nicht gut. Ja, wird schon. Ja, Level 6, wie gesagt. Ab Level 6 wird's lustig. Wenn sie, die stehen die ganze Zeit so nah beieinander. Ah, schade. 30 zu 40. Hm. Na gut. Wir müssen einfach versuchen, hier auf der Lane zu halten. Bis wir Level 6 sind. Weil wir sind mit Level 6 stärker, obwohl wir keine Items haben. Wir müssen halt nur darauf achten, dass sie nicht Level 6 sind und wir, noch Level 5. Also, das wird passieren, aber ich meine jetzt, dass sie uns dann irgendwie zu hart in die Bredouille bringen. Hm. Hat schon gut Schaden bekommen, der Typ. Mein Heal ist up. Ja. Ich habe noch alle meine Pots. Weil sie mich einfach komplett ignorieren im Moment noch. Ist so krass, dass ich das nicht richtig sehe, ne? Ja, warte, ich lasse es auslaufen. Okay. Alter. Ich wollte dich gerade damit heilen, okay. Ich überlege gerade, ob ich lieber weggehen sollte oder einfach healen sollte dann. Hekarim kommt. Hekarim. Der wird uns nicht towerdiven können. Also wenn er das macht, dann ist er richtig dumm. Komm Hekarim. Bitte zu uns. Scheiße, er hat noch überlebt. Aber die Aktion war schon richtig dämlich. Warte, die kommen alle. Ich kann nicht. Ich habe keinen Heal, kein gar nichts, Alter. Achso, ich glaube, ja gut, dann geh zurück, wenn du keinen Heal mehr hast. Das habe ich nicht gesehen. Das war Failerriem. Oh, er hat mich gestunt. Krass. Krasser Dude, echt. Gott, Alter, das ist ja so nervig unten, Mann. Ja, wie gesagt. Vor Level 6 bin ich halt echt kacke. Da wär ein Nautilus deutlich besser gewesen. Der kann vor Level 6 deutlich mehr machen. Also Steam weg, das Programm weg. Ich hab Ulti. Jetzt wird's lustig. Warten wir noch kurz, bis du Ulti hast. Und dann werden sie gefickt. Hoffen wir es. Gehe ich mal von aus. Das haben wir hier unten auch echt nötig. Auch wenn sich das falsch anhört, aber. Ja, ich weiß. Guck mal, meine Ulti alleine hat schon macht schon 200 Schaden. Das dürfte sie jetzt schon ziemlich zerreißen. Ich mache übrigens mal hier, dass die beiden weg sind.
Ah, da ist Vayne. Ah, what the fuck? Wenn du fertig bist, geh ich rauf, ne? Mach ruhig. Ja, also ich hab noch... Nee, warte, ich hab keine Ulti. Oh, guck mal, sie hat schon Angst. Ich warte kurz. Okay. Gut. Sag Bescheid, sobald du Level 6 bist. Warte mal, ich stell hier ein Wort rein. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. What the fuck wurde das denn? Wie lange brauchst du noch bis Level 6 ungefähr? Ja, ganz bisschen. Ich finde das doof, dass die Granate nicht zu Graves zurückfliegt. Ja, macht aber irgendwie Sinn. Alter! Nice, ich hab Ulti. Die ist tot. Komm, die mach doch einfach Ulti. Gott sagen. Ich wollte das securen. Ich habe übrigens auch einen gekillt. Ey, lass mal hier. Ach, Dragon haben wir gemacht. Ups. Dragon haben sie schon gemacht. Jetzt Tower. Das ist das Schöne. Ja, wie gesagt, sobald Ulti, ich. Deine Ulti hat richtig viel Schaden gemacht, ey. Ja, 200 Schaden halt, ne? Plus mein auf Boden schlagen macht nochmal ungefähr 250 Schaden. Alter, wir sind vier Leute. Der Hikarim geht in vier Leute rein. Wirklich jetzt? Ist der eigentlich komplett kernbehindert, Mann? Was ist das hier bitte für eine Elo, Mann? Das ist Holz 6. Ist halt echt so. Das ist Holz 6. Scheiß, das ist Holzentstehung, Alter. Das ist Samen. Ja, das ist Samen. Ja, guck dir das mal an, Mann. Was warte, ich komm grad schlecht zu dir hin. Was ist denn das hier? Ich komm grad schlecht zu dir hin. Oh, also. Alter! Was macht ihr da? Was macht ihr da, Leute? Wow. Wie geht denn das, Mann? Der hat sich auf einmal richtig hochgehielt. Hat der hier? Nein, hat er nicht. Der hat sich zwei Pots eingeschmissen. Die geben jeweils 20 Leben. 40 Leben sind das. Nein, der hat irgendwie 200 dazu bekommen oder so. Ich hab doch Auto-Attacks auf den gemacht. What the fuck? Was macht ihr da für einen Scheiß? Der war eigentlich tot, der Typ. Auf einmal hat er 200 Leben dazu bekommen. Ja, ja, klar. Ja, der, ist so. Der hat keine Heilung. Ja, weiß ich nicht. Masteries oder so? Nö, hat er auch nicht. Keine Ahnung, Mann. Alter, der hatte noch 40 HP, ich habe einen Auto-Attack geschossen, auf einmal hatte der wieder richtig Leben und er hatte noch zwei vertragen. Naja. Aber egal. Mann, ey, ich hab gleich wieder Ulti in 10 Sekunden. Und dann machen wir die Holz-Vayne weg. Nee, der Hikarim ist Holz, die Vayne ist gar nicht so schlecht. Meinetwegen auch so rum. Oh, da ist der Hikarim übrigens. Wo? Hier ist eben runtergelaufen. Ich hab wieder Ulti ready, also zur Not machen wir weg. Ich habe auch Ulti. Na, Vayne, ist der immer noch so lustig? Was machst du da? Scheiße, ja, ich dachte, sie rennt da lang. Komm rauf? Nö. Okay. Gleich. Oh, das Brand. Stell mir nochmal Ward rein. Der hat einen Blue Buff. Brennte. Den könntest du auch gut gebrauchen, bestimmt. Ja. Brennte Pupente. Warte, ich stell hier ein Wort rein. Sag Bescheid, sobald du kannst, ne? Oh, ja, eigentlich kann ich, aber ich bin so ein bisschen ängstlich, muss ich zugeben. Da ist Hikarim. Ja. Aber unsere Diana ist auch da. Ich kann die nicht farmen, ne? Das ist so. Weiß ich nicht, ey. Ich bin effektiv vor alles vorgelaufen und Shen ist sogar auch noch im richtigen Moment gekommen. Das war gutes Teamplay. Das Garen. Alles gut, den kann ich slowen. Oh fuck, der macht ja richtig Damage. Ja, aber wieso? Weiß ich nicht, aber der Brand macht dich da sonst gleich platt. Nice, das war gut vom Shen. Der Shen ist echt nicht übel. Das brauche ich. Von wegen, Garen macht keinen Schaden, Alter. Der Typ ist tanky und macht Schaden. Ja, der hat schon ein bisschen. Was ist? Ja, schon gut. Ist aber auch definitiv mein letztes Ranked Game, Alter.
Ja, für heute. Digga, was ist das, Mann? Was, Lags? Ja, ich habe irgendwie Lags. Ich kann nicht mal richtig farmen. Ich meine, ich kann farmen. Ich weiß, dass ich farmen kann. Nur irgendwie, keine Ahnung, die haben noch relativ wenig Lebensschieß drauf, der ist doch schon weg. Die ganze Zeit. So eine Scheiße. Hier noch einen rein. Jo, das wird schon gehen. 35 Sekunden habe ich wieder Ulti. Wohin ist der Garen verschwunden? Na gut. Alle weg. Vielleicht sollten wir hier 2 Sekunden. Dann sind wir relativ gut ausgewordet. Dem kann man nicht ausweichen, Vayne. Also wenn du willst, können wir rauf, ne? Bin mir unsicher. Es wird nicht besser, wenn wir uns immer weiter zurückpushen lassen. Lass die über Mitte. Ja, Mitte. Die brauchen uns. Auf jeden Fall. Da können wir ordentlich was reißen. Da ist ein schöner Hard Engage von Malphite jetzt auch mal das Richtige. What the fuck? Hm. Ja, ich bin so dumm, ne? Ohne Scheiß, Mann. Ist verkackt. Ich versteh's nicht. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Ich hab die Ulti geschossen, mit der kannst du eigentlich nicht verfehlen, aber irgendwie hab ich heute schon das dritte Mal verfehlt. Ach Mann, ey, das ist echt nicht mein Tag. Hm. Wahrscheinlich gut. Dann lass Jeng machen. Also ich meine in den beiden Spielen, ne? Oh. Nee, ich sterbe, ich bin tot. Na gut, dann gehe ich jetzt lieber weg. Das war eine scheiß Idee. Aber im Endeffekt, wir hätten auch nichts anderes machen können. Komm, bitte seid dumm. Nein, scheiße. Tschüss. Das kann doch nicht wahr sein. Überall Feinde. Oh Mann. Aber egal, ich hab 3 Leute abgelenkt für bestimmt 20 Sekunden. Hm. Wenigstens hilft das ein bisschen was. Schön ist, es ist ein relativ AD-lastiges Team. Auf jeden Fall die Schaden machen. Der Brand macht nicht viel Schaden, obwohl der geht sogar. Und der Malzahn macht fast gar keinen Schaden. Ich hole mir Magic vs. Boots, Alter, das ist mir hier zu doof. Ja, mach ruhig. So. Bitte? Ja, bin auch schon weg. Nice. Der Garim ist aber echt scheiße. Muss wieder Bot, ja, ich bin gerade aber auch richtig scheiße, aber ich habe nicht so schlechte Sets wie er. Ja, du hast ja ordentliches Sets im Querleben. Ich meine, Garim hat nicht mal Masteries. Und so wie der spielt, glaube ich nicht, dass das ein Versehen war. Sorry. Nee, das kann echt gut sein, dass das echt kein Versehen war, sondern es einfach nur Kacke ist. Ich glaube, der Typ hat einfach gar keine Ahnung. Wieder Ulti. Ich hätte jetzt einfach immer ein bisschen zu früh und es klappt sogar, lol. Das liegt vielleicht auch an der Auto-Attack-Animation. Die ist ziemlich langsam. Oh, wir sollten Mitte. Zumindest ich sollte Mitte. So ein Hard Engage kann nicht schaden. Den Typen ficken wir hart. Hoch. Ach, ja, nee. Aber er ist doch geflasht. Oh, da ist Garen. Nice. Den wollte ich. Oh, hallo. Bronze Hikari. In Action.
Ja, Problem ist, Bronze Karim überlebt den Scheiß. Alles gut. Hab gleich wieder Exhaust übrigens. Einmal ein Q bitte. Oh, der Tower, aber echt nicht mehr viel. Aber die Wellen ist auch scheiße, Mann. Ich farm richtig scheiße gerade und hier nicht mal viel mehr. Ich glaube, nee. 26 Creeps mehr. Und das, obwohl ich wirklich. Ich meine, du weißt ja, wie ich sonst spiele oder farm allein ja. Schon. Ja, normalerweise etwas besser. Ich glaube, so. Jetzt warte ich nach 22 Minuten 180 und da haben wir gesagt, ist okay. Ja. Jetzt habe ich 110. Oh, da ist Typi. Oh, was? Hier ja. Rechts, Brand. 35 Sekunden habe ich wieder Ulti. Nice. Oh, einfach nur weggehen. Nice. Na, komm her, Brand. Willst du auf die Fresse? Digga, der macht voll viel Schaden, Alter. Ist ja auch Damage Brand. Guck dir mal sein Itembild an. Das Einzige, was er hat, ist Sidestone sonst als. Och, dieser Typ, ne? Das ist so ein Möchtegern-Support-Brand oder was? Ja, ja, das ist normal. So spielt man Support-Brand. Ist halt einfach so. Da das Magieresistenzschild auch gegen den Typen hilft, der nur AD-Schaden macht. Nice. Sie ist exhausted. Lol. Ich mag Malphite. Jetzt läuft der Scheiß hier doch. Ich mag's Malphite als Support zu spielen. Bam. Boom, Junge, Peng, Pau. Bam. Tower ist gleich weg. Die lassen sich hier aber auch von jedem Bein treffen, ne? Kann das sein? Ja, die Morgana ist aber auch gar nicht so schlecht. Es geht eigentlich. Aber trotzdem, wirklich. Nein, das ist doch wirklich obvious einfach, Mann. Ja, das stimmt auch. Ich geh kurz back. Ich habe keinen Mana mehr. Das brauche ich. Hol ich mir gleich Iceborn. Nee. Ist irgendwas mit Magieresistenz. Abyssals. Oder? Ja, bisschen auch noch AP, weil die sind ja sowieso alle squishy außer Garen. I guarantee. Ja. Wo haben die tot? Achso, Mitte. Ja gut, der war auch. Der hatte noch 3 Leben. Da war nichts mehr zu machen. Der Garen ist der einzige übrigens bei denen mit guten Stats. Aber gut, Garen zu spielen ist jetzt auch nicht unbedingt schwierig. Wie trotzdem solche Garens und solche Garens. Das stimmt, ich glaube da. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht! Der hat gerade richtig die Plays gemacht, Mann. Was? Wie geht das denn, Alter? Was hat er gemacht? Ah, das Vayne. Kannst du sie noch irgendwie kaputt machen? Ja, nice. Von genau. Ihm vielleicht sogar auch noch. Nee, das weiß er. Doch, aber. Nein, er hat mich irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall war ich gestunt. Er hat erst den Feuerball geschmissen und dann den RE gemacht. Ja, das ist die normale Combo. Nein, das ist nicht die normale Combo. Doch. Das hat er trotzdem gut gemacht. Weil ja, aber das ist die normale Standard-Combo, wenn du. Scheiße. Das Q fliegt ja eine Zeit lang. Und in der Zeit kannst du das eh machen. Ohne Probleme. Ja, klar. Deshalb, ja. Aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass dieser Brand da drauf kommt. Der Brand ist gar nicht so schlecht. Achso, übrigens habe ich gerade insgesamt gegen 4 Leute gefightet und 3 habe ich noch überlebt. Der Garen hat mich dann umgebracht. Und das lag auch nur daran, dass ich mein Item noch nicht auf den richtigen Slot gelegt hatte. Normalerweise lege ich meine Items auf 2, die ich irgendwie als Schild benutze, und ich hatte den auf 1 gelegt und denkst so, warum drücke ich auf 2 und es passiert nichts. Hätte ich sogar noch überlebt. Naja, egal. So. Dann mal los. 26 Sekunden habe ich wieder Ulti. Aber meine Stats zacken gar nicht so krass wie ich diese. 5-3-9 ist doch voll in Ordnung. Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich richtig schlecht spiele. Ja, oh, geht. Ich habe 10 Sekunden wieder Ulti. Warte, ich warte erst. Ich warte erst noch ein bisschen weiter. Okay. Also theoretisch können wir beide machen. Das Garen. Dann nein.
Dann können wir nicht beide machen. Also wir können schon die beiden machen, aber Garen würde uns dann umbringen. Das wäre keine gute Idee. Würde er nicht, ich hab viel. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Der Garen ist saufett. Und Fett Garen ist echt nicht geil. Also ist jetzt nicht so super mega schlimm, aber es ist halt auch nicht geil. Aber Garen ist halt auch so ein Typ, der kann halt einfach nur reinlaufen. Was soll der groß außerdem machen? Der frisst aber ordentlich von mir, wenn mich das gerade nicht getäuscht hat. Ja. Er kann froh sein, dass du kein Rüstungsbild spielst. Dann würde er richtig fressen. Noch nicht. Tower und ist weg, aber... Auch nicht so schlimm. Wenn sie ihn bindet, ne? Gehen wir rauf. So, der ist geslowt. Sogar zweifach. Verkackt. Easy, Mann. Ja, was denken die sich? Wie kommen die auf die Idee, dass das eine gute Idee wäre? Ich habe keine Idee. Warum dasht der weg? Ich habe ihm gerade Schild gegeben. Stimmt, Top T2. Das ist eine gute Idee. Torment 2? Ja. Immer schön rotieren. Immer schön rotieren. Ist heute eigentlich ein Fairy Tail Kapitel rausgekommen? Keine Ahnung, habe ich noch nicht nachgeguckt. Könnte ich gleich nochmal machen. Ah, ich auch. Oh, hat sie getroffen? Ja, nice. Na, schade. Okay. Gut. 30 Sekunden bis Ult. Hat sie sie getroffen? Ja. Ich könnte übrigens mal Epistles holen, das wäre vielleicht ganz schlau. Oh, 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 oh. Ja, oh! Der ist geslowt. Alle weg, alle weg, alle weg. 7 Sekunden, dann habe ich Ulti. Und ich habe Ulti. Fokus schön in den Tank, finde ich gut, Vayne. Na gut, dann halt nicht. Ja, ist besser. Back. Alle back. Komplett. Komplett back. Einfach nur hier hingehen und einfach nur backporten. Ja, Shen kommt vor ihr weg. Ich gehe runter. Alles super. Super duper. So. Habe ich auch nicht Rüstung, auch nicht Magieresistenz, damit kann ich doch leben. Jetzt hole ich mir noch Iceborne Gauntlet und dann noch ein Rüstungsitem. Und dann ist geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie Alabama. Wieso wie Alabama? Keine Ahnung, fiel mir gerade so ein. Okay. Jetzt habe ich Rüstungsdurchdringung. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Was hast du denn? Ah ja, okay. Hickerin 08. Hickerin hat Berserk Boots gekauft. What the fuck? Ja, warum auch immer. Ein bisschen Geschwindigkeit auf einem Champion, der auf AD basiert und AD durch Geschwindigkeit bekommt, doch irgendwie ein bisschen schlauer. Das Vayne-Bild ist aber auch ziemlich scheiße, wenn man ehrlich ist. Oder was spielt man jetzt auf Vayne? Nein, das ist das Standard-Vayne-Bild. Echt? Ja. Das ist genau das Standard-Vayne-Bild, was man in der LCS spielt. Obwohl man spielt im Moment Vayne, glaube ich, gar nicht in der LCS. Was ist denn das für ein Rapid-Fire-Cannon? Das ist im Prinzip Statics auf einen mehr mit mehr Schaden. Macht halt dann auf einen mehr Schaden. Ist halt kein Wave-Clearer, sondern eher so ein bisschen so, ah, okay. Ich mach die Shit platt, Alter. Wenn du willst, können wir rauf. Auf die, ich kann dir da hinten alle drei treffen. Oder auch nicht, lieber nicht. War mir ein bisschen zu risky, ey. Da geh ich ja, raus. Klar. Alles gut. Ja, Garen hat halt einen perversen Lebensreck. Sein Lebensreck kann aber noch so pervers sein, das bringt ihm Scheiß. Ja. Ich
nichts vom Kuchen abbekommen. Also ich habe eine Doppeltötung bekommen, bin ich zufrieden mit. Ich bin Support Quest, ich habe 15 Assists, Alter. Ich habe 18. Ich bin wirklich Support. Ja, ich bin AD Carry. Ich sag's ja nur. Aber wir recken die ganz schön, da kann man ja nicht anders sagen, ne? Ja. Ja, vor Level 6 ist für uns immer nervig, danach vernichten wir nur noch. So gehört's ja. Und hast du morgen Zeit, Promo-Party geht weiter, oder was? Mal gucken. Ich will ja auch nicht den ganzen Tag nur LOL spielen. Doch. Nee. Übrigens bin ich gerade der Bösewicht. Der von Wellen heißt es. Also Wellen heißt Bösewicht. Oder nee, Villain. Villain? Villain oder Wellen? Ach man, ich kann kein Englisch, wieso fragst du mich? Weiß ich nicht. Beziehungsweise ich weiß, wie man es schreibt. So, Villain. Villain? Ja. Däh! Villain, was Lane, wo Lane, wer Lane? Däh! Oh, so, ich brauch Leben. Übrigens, Kevin war vorhin denn echt auf der Arbeit, ne? Morgen hat er letzten Tag. Echt? Ja. Ich hab Ulti übrigens. So, yo, Kevin, was ist los? Was los, Alter? Schwer? Scheiße, und er ist so, yo, bloß auf, ich hab keinen Bock. Also, ich komm heute und morgen und dann Feierabend hier, ey, kein Bock mehr. Ja, lass ihn doch, ist doch voll in Ordnung. Ja, natürlich. Okay, du hast ihn schon. Alter! Der macht jetzt ein Praktikum als Immobilienkaufmann. Hm. Kann ich mir bei Kevin irgendwie auch mehr drin vorstellen, muss ich sagen. Echt? Ja. Er als Immobilienkaufmann? Ja, irgendwie eher als Zersparungsmechaniker. Wollen wir Meisehaar killen? Ah, nee, nicht, wenn er wegläuft. Ah, ich mach ganz gut Schaden mit meinem W. Mit meinem E, meine ich. Hallo! Weg, 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 weg! Alter! Wuhu! I believe I can die! Oh Gott! Alles gut, du überlebst das. Ich hab dir ein Schild gegeben. Oh. Was war das denn? Ja, das war eine irre Lache. Das war eine Mädchenlache. Das ist eine völlig irre Lache. Völlig losgelöst von der Erde. Erde! Ja, genau. Erde! Oh, scheiße, hier ist Hekarim. Ah, es ist ein nichtskönnender Hekarim. Oh mein Gott! Ein Hekarim ohne Skill. Nein! Ja, der kann ja auch nix. Der ist scheiße. Völlig, genau. Völlig losgelöst von dem Hirn. Ja, sein Bild ist auch, naja, sein Bild geht eigentlich sogar, oder? Skeeter? Tank. Naja, geht so. Kann man machen, muss man aber nicht. Get up, bah! Ab geht der Peter, würde ich sagen, ne? Ah, Dominik, ich glaube, aber wir als Lane rocken ganz gut eigentlich. Get up, bah, ja. Ich habe einfach fast so viele Kills wie du. Ich habe doppelt so viele Assists wie Kills. Ich habe nochmal deutlich mehr Assists als du. Oh. Ich habe einfach 21 Assists. Läuft bei mir, ne? Ja, Mensch. Ja. Kommt hier noch jemand? Ey, das ist Vayne. Vayne! Völlig losgelöst von der Tod. Ich mach sie alleine fast tot. Völlig losgelöst von der Tod. Ja. Komm her, Junge, auf die Fresse! Immer ins Gesicht. Mit dem Stein. Da muss er rein. Ja, weißt du, was schön ist? Ich hol grad mit den Kills auf. Wieso Baron? Das soll einfach finishen. Genau, finish it. Nicht Dänisch, sondern Finnisch. Okay, ich geh doch raus. Völlig losgelöst von dem Hirn. Bieten wir diesem Gegner die Stirn? Vernichten wir sein Hirn. Oh. Und ufte, drufte. Ja, easy. GG. Ich hätte gerne noch so viele Kills gehabt wie du, aber das ging leider nicht. Komm, wir machen noch ein Spiel. Nee, ich bin raus. Oh. Ich bin raus. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wenn jetzt ein Kack-Game kommt, ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf.
So ist ein schönes Game am Ende gewesen. Das läuft. Das stimmt. So, dann gucken wir nochmal auf die Stats. Ich will mal gucken, ob ich mehr Schaden gemacht habe als unsere Gegner. Ich habe mehr Schaden gemacht als unser Top-Laner und mehr Schaden gemacht als deren AD-Carry, als deren Jungler und als deren Mid-Laner. Und fast so viel Schaden als wie deren Support. Übrigens hat deren Support mehr Schaden gemacht als deren Support. Als wie. Nice. Ja, buggt. Mein Hirn buggt ein bisschen rum. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.